Wieso ist diese Tür geschlossen? Wieso ist diese Tür geschlossen? Woher sollen wir das wissen? Wir dürfen doch nicht aufstehen. Wieso? Wir sitzen doch hier nur so. Genauso wie wir sollten. Wer hat diese Tür zugemacht? Ich glaube, da ist eine Schraube rausgefallen. Sie ist eben so zugegangen, Sir. Wer? Sie kann nicht sprechen, Sir. Geben Sie mir die Schraube. Ich hab sie aber nicht. Soll ich sie da hochzerren und die Schraube aus Ihnen rausschütteln? Ich hab sie wirklich nicht. Schrauben fallen doch andauernd irgendwo raus. Die Welt ist eben nicht perfekt. Geben Sie sie mir, Bender. Entschuldigen Sie, Sir. Warum sollte jemand eine Schraube stehlen? Passen Sie auf, Lady. Die Tür ist irgendwie zu schwer, Sir. Andrew Clark. Stehen Sie auf. Na los, kommen Sie hierher. Na, wird's bald. Hey, wie kommt's, dass Andrew aufstehen darf? Das ist in Ordnung. Wenn er aufstehen darf, dürfen wir alle aufstehen. Das wäre die Anarchie. Okay, passen Sie auf die Zeitschriften auf. Ja, ich kann nichts ändern. Das ist wirklich clever, Sir. Aber was passiert, wenn hier ein Feuer ist? Ich glaube, gegen die Brandschutzbestimmung zu verstoßen und das Leben von Kindern in Gefahr zu bringen, wäre nicht gerade klug an diesem Punkt Ihrer Karriere, Sir. Was machen Sie denn damit? Was machen Sie denn damit? Schaffen Sie das raus, um Gottes Willen! Was ist denn bloß mit Ihnen los? Na, vorwärts! Wissen Sie, die Schule hat Notausgänge auf beiden Seiten der Bibliothek. Willst du wohl etwas respektvoller sein? Na los, darüber! Los, gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Ich hatte von jemandem, der den Schulpullover tragen darf, etwas mehr erwartet. Sie machen sich über niemand mehr lustig, Bender. Die nächste Schraube, die runterfällt, werden Sie sein. Kauen Sie meine Unterhosen. Was war das? Kauen Sie meine Unterhosen. Sie haben sich gerade noch einen Samstag eingehandelt, Bender. Oh, bin ich zerschmettert. Und dafür kriegen Sie noch einen. Am Samstag danach habe ich frei. Aber für später muss ich in meinem Kalender nachsehen. Gut, weil der nämlich ausgefüllt wird. Wir werden weitermachen. Wollen Sie noch einen? Sie brauchen nur ein Wort zu sagen. Anstatt ins Gefängnis zu gehen, kommen Sie hierher. Sind Sie fertig? Nein. Ich tue der Gesellschaft einen Gefallen. So? Das eben gibt wieder einen. Ich werde Sie für den Rest Ihres gesamten Lebens nachsitzen lassen, wenn Sie nicht aufpassen. Wollen Sie noch einen? Ja. Sie haben ihn und da haben Sie gleich noch einen. Das macht noch einen, mein Freund. Hör doch auf. Sind Sie fertig? Noch nicht annähern, Kumpel. Gut. Gerade haben Sie noch einen gekriegt. Glauben Sie mir, dass ich darauf scheiße? Noch einen! Ist das jetzt genug? Wie viele sind es? Das sind 7, einschließlich dem, als du Mr. Vernon gefragt hast, ob Phil Collins weiß, dass er seine Klamotten geklaut hat. Jetzt sind es 8. Sie halten sich daraus. Entschuldigen Sie bitte, 7. Halt die Klappe, du Streber!